Hey, mein Junge, du hast es aber eilig. Es gibt nichts vor Juschans Rückkehr. Er sollte schon da sein. Wo bleibt er denn? Wie lange sollen wir noch warten? Hier befiehlt Juschan, wenn ihr euch ein schönes Leben macht, so habt ihr dies ihm zu verdanken. Verstanden? Ihr habt zu warten. Mal sehen, ob deine Haut so hart ist wie Gold. Nur zu! Na, hast du immer noch Lust? Nein, Chefin, ich sag nichts mehr. Ich will nichts mehr. Entschuldigen Sie, verzeihen Sie, Chefin, ich will nichts mehr. Juschan, komm! Juschan, komm! Juschan, komm! Juschan! Juschan! Willkommen, endlich seid ihr da. Ruhig, Freunde, ruhig. Zu Ying. Juschan, Erliao, willkommen. Alles okay? Alles gut gegangen. Wir haben Erfolg gehabt. Aber diesmal haben wir eine hohe Belohnung verdient. Denn wir haben viel aufs Spiel gesetzt und sind beide ganz schön unter Beschuss gekommen. Ja, ich weiß. Aber es gab ja nur euch. Habt ihr es? Ja, wir haben es. Hi, Kuo! Kommt, meine Schätzchen. Kommt, kommt. Was? Für diese Hühner? Habt ihr euer Leben riskiert? Ah, das ist hier drin. Fantastisch, ein toller Einfall. Spitze. Fangt sie, Jungs, fangt sie. Fangt sie. Dass du wegkommst, oh. Gehört mir. Hey, wie habt ihr denn das gemacht? Frag doch Juschan, wie er es gemacht hat. Du Dreckschwein! Jetzt wird's brenzlig. Wir können nicht mehr weiter. Wir müssen ein Versteck finden. Ja, du hast recht. 10 Kilometer von hier wohnt meine Familie. Diesmal kommst du mit gefüllten Taschen. 13 Jahre ohne sie zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich den Weg finde. Yufeng, ich muss diese Kuchen zu Herrn Zich bringen. Es sind an die 100 Stück. Da hat er lange zu essen. Ja. Hast du die Kuchen aufgehoben, die ich bestellt habe? Ja, natürlich. Tahao, ich gehe schon an die Arbeit. Beeil dich. Ja. Herr Sich. Guten Tag. Wie bedauerlich, dass eine so hübsche Frau wie Sie immer Kuchen backen muss. Herr Sich, Tahao ist gerade Ihre Bestellung ausliefern. Ich habe genügend Geld, um hunderte von Kuchen zu kaufen, doch keinen Appetit. Was ich hier in diesem Hause suche, sind nicht die Kuchen deines Mannes. Ja, aber was wollen Sie dann? Nur dich. Dich will ich haben. Dich allein, mein Schätzchen. Aber Herr Sich, Tao kommt jeden Moment zurück. Haha, so schnell? Das sollte mich wundern, denn ich habe meinen Koch beauftragt, ihn aufzuhalten. Er soll ihm erklären, wie er die Kuchen macht, und es ihm auch noch zeigen. Selbst wenn er noch so flink ist, braucht er dazu mindestens 2 Stunden. Wir haben also genügend Zeit, um uns beide ein wenig zu unterhalten. Hehehe.
Nein, das geht nicht. Ich kann Ihnen dieses Rezept nicht verraten. Ich verdiene mein Geld damit. Verstehen Sie doch. Ich muss jetzt in meinen Laden zurück. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie mich bitte. Guten Tag. Herr Sisch! Nein! Nein, Herr Sisch! Lassen Sie mich! Lauf nicht weg! Jetzt hab ich dich. Lassen Sie mich! Loslassen! Was? Loslassen! Jufung! 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 Tao! Alt! Tao! 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 Es war schrecklich! Schrecklich! Wer war es? Sag doch, sprich doch. Wer war dieses Schwein? Das sind Banditen. Das geht uns an. Halt da, her mit dem Geld. Wenn ihr was zu sagen habt, so redet. Freunde. Sagt, wer ist euer Chef? Was ist eure Standarte? Wo ist euer Revier und wohin wollt ihr? Ich werde euch alles sagen. Meine Standarte ist die des Todes. Mein Revier kennt keine Grenzen. Ich bin mein eigener Chef und gehorche meinen eigenen Befehlen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Dein Geld interessiert mich jetzt nicht mehr. Ich will nur noch deinen dreckigen Kopf. Meinen Kopf? Einverstanden. Und seinen auch? Sie lachen uns aus. Ja. Gebt es ihm! So, leg dich um! Gib mir Deckung. Ich kann Kuchen backen, aber kämpfen nicht. Oh, Tahau! Bruder Tahau! Wer ist dort? Versteck dich. Vielleicht ist es Herr Sich, der zurückkommt. Dieser verfluchte Tyrann! Tahau, lass ihn! Tahau, geh nicht! Versteck dich! Ich bitte dich! Hey! Du? Tao! Yushan! Tao! Man. Aber Bruder, warum empfängst du mich so schlecht? Ja,
Du bist nicht mein Bruder. Du verdienst Schläge. Jawohl, Schläge. Tao. Schlag mich. Schlag zu, Bruder. Ich habe es verdient. Schlag mich. Hey, Bruder. Hey. Was bist du gewachsen, Yushan? Wie groß und stark bist du geworden? Yushan, mein kleiner Bruder, mein Bruder, mein guter Bruder, mein Bruder ist zurückgekehrt. Yushan! Ai, 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 das ist ein Wiedersehen. Hey, wer ist denn der da? Ich bin Ali Hao, der beste Freund von Yushan. Herzlich willkommen, mein Herr. Yufeng, ich stell dir deinen Schwager vor. Willkommen, Yushan. Da ist deine Schwägerin schon seit 5 Jahren. Ach, meine Schwägerin. Ach, knie bitte nicht nieder. Stehen Sie doch bitte auf. Ich mache es einfacher, auf europäische Art. Hello. Trete doch ein, bitte. Ja, kommen Sie. Herr Ali Hao, mein Haus ist Ihr Haus. Nein, danke. Ich habe eine gute Bekannte in dieser Stadt und will Sie begrüßen gehen. Yushan, bis morgen. Pass aber gut auf, ja? Und dasselbe gilt für dich. Vielleicht ist meine Wohnung zu bescheiden. Wenn du willst, suche ich dir ein Hotel. Nein, ich bleibe. Ich muss dich sprechen. Na gut. Gefällt dir meine Wohnung? Aber sicher. Viel besser als ein Hotel. Hey, Kleiner, kommst du zu uns? Du wirst es nicht bereuen. Komm, sei doch nicht so schüchtern. Komm herauf zu uns. Komm, komm herauf. Findest du ihn auch so sympathisch? Ja, wenn er zu mir kommt. Oh, treten Sie ein. Guten Abend, willkommen. Hier herein, bitte. Adieu. Wo bist du gewesen, all diese Jahre? Ja, in den Bergen. Aha, und was machtest du da? Ach, ich verkaufte Holz. Ah, eine harte Arbeit, die sich aber lohnt. Du hast recht, sie ist schwer, aber man verdient gutes Geld. Sehr gut, sehr gut. Bist du verheiratet? Noch nicht. Warum? Warum denn noch nicht? Dieses Geld habe ich lieber für dich und Yufeng gespart. Aha. Dein Bruder ist wirklich sehr lieb. Komm, trink. Bist du krank? Ich bin gestürzt. Das schmerzt da. Lass mich sehen. Du, das kann ernst sein. Zeig her. Es ist nichts. Morgen gehe ich zum Doktor. Tahao. Ich verstehe vielleicht nichts von Medizin. Aber wenn es um Brüche und Verstauchungen geht, da kenne ich mich aus. Lass ihn doch mal nachsehen. Oh! Du hast gelogen. Sag mir, wer hat dich geschlagen? Niemand, du irrst dich. Ich bin sicher, dass man dich geschlagen hat. Was ist passiert? War es vielleicht wegen Geld? Beruhige dich doch. Ich bin wirklich nur gefallen. Tahao, bisher war ich nicht hier, um dich zu beschützen. Ich konnte nichts für dich tun. Aber jetzt wird alles anders. Jetzt, wo ich da bin. Ich werde nicht zulassen, dass man dich schlägt, beleidigt oder bestiehlt. Und wenn es jemand wagen sollte, so wird er es mit mir zu tun bekommen. Hör doch auf, hör doch auf. Als du klein warst, hast du immer gerauft und ich musste dich einsperren. Aber du entkamst immer durchs Fenster. Und jetzt kommst du zurück und willst schon wieder damit anfangen. Aber du bist jetzt erwachsen, sei doch vernünftig. Ich kann dich nicht mehr einsperren, versteh doch. Yushan, ich bitte dich, hör auf mich. Yufeng, sag die Wahrheit. Wer hat meinen Bruder geschlagen? Hey, ist dieses Stinktier von sich da? Sei höflich, was erlaubst du dir überhaupt? Geh, sagt ihm. Ich will ihn sprechen. Mein
mein Herr. Ich bin gekommen, deine Hilfe zu erbitten. Unser Herr ist großzügig. Welche Summe wollen Sie? Ich werde sie Ihnen geben. Ein Meister Kung Fu verkauft sich nicht. Ich will nur deinen verdammten Chef sehen. Geh, sag ihm, dass ich eine wichtige Sache mit ihm regeln will. Mein Herr, wenn Sie meinen Vorschlag nicht annehmen, können Sie gehen. Ich will ihn sehen. Sie sind impertinent, mein Herr. Und du zu vermessen. Das könnte dich dein Leben kosten. Hey. Du schwatzt viel zu viel. Aber es geht jetzt nicht. Mein Herr ist außer Haus. Er hat wichtige Geschäfte zu erledigen. So. Tritt näher, nur zu. Komm doch her. Nur keine Hemmungen, komm, setz dich. Ich bin fremd hier. Es ist das erste Mal, dass ich hier bin. Schon gut, dann lernen wir uns eben kennen. Wir sind deine Freunde, setz dich, nimm Platz. Mach dir's bequem. Zu viel der Ehre. Ja, Herr Liao, du hast Glück. Du bist kaum angekommen und bereits der Freund von Herrn Sich, Glückspilz. Deshalb habe ich dich eingeladen, mit uns zu speisen. Ess und trink so viel du willst. Danke. Und wenn du willst, kannst du auch hier schlafen. Danke, Freunde, danke. Ja, lauf sofort, vorwärts, schnell, lauf! Idiot, pass doch auf! Chef, ein Verrückter will Sie sprechen. Was? Ich hatte das Glück, Herrn Sich kennenzulernen. Er ist wirklich ein Gentleman. Er hat mich sofort an seine Tafel eingeladen und wir sind sofort Freunde geworden. Wir sind gerade erst angekommen und du bändelst bereits mit diesem Schwein an. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, mein Freund. Verstanden? Da Sie so höflich zu mir sind, darf ich Ihren Namen wissen? Ich bin Wang Yushan, der jüngere Bruder von Tao.
Sagt dir das nichts? Du bist zurückgekehrt? Jawohl, um dich umzubringen. Haha, das ist ein alter Raufgenosse aus meiner Kindheit. Jedes Mal, wenn wir uns sahen, gab es einen Kampf. Wir hassten uns. Ja, daran hat sich nichts geändert. Haha, du hast das also noch immer nicht vergessen. Ich habe erfahren, dass du in all diesen Jahren viel herumgekommen bist. Als Kind warst du schon immer ein Feigling. Deine Familie deckte immer deine Untaten. Alle hassten dich. Und jetzt bist du die Persönlichkeit dieser Stadt geworden. Aber du bist immer genauso schlecht geblieben. Du hast meinen Bruder geschlagen. Kannst du mir erklären, warum? Ich habe hier nichts zu erklären. Ich konnte ihn wie einen Käfer zertreten. Wenn mein Bruder ein Käfer ist, so bist du eine Ratte. Und ich hasse Ratten. Hat mein Bruder dich etwa angegriffen oder beleidigt? Sag! Herr Sich, ich flehe Sie an. Lassen Sie meinen Bruder in Ruhe. Ich bin hier, um Ihnen mein Leben anzubieten anstelle von seinem. Ich bitte Sie, vergreifen Sie sich nicht an ihm. Mein Bruder ist mir mehr wert als mein Leben. Tao, geh nach Haus. Bruder, ist nichts passiert? Nein, nein. Sie haben dir nichts getan? Aber nein. Gott sei Dank. Steh auf, denk an unsere Ehre vor diesen Schweinen. Ich gehe nur, wenn du mit mir kommst. Sonst bleibe ich hier auf den Knien. Komm, steh auf, gehen wir. Kille. Oh. Erinnerst du dich noch, Bruder? Hä? Da, ja, ich mach ja schon. Noch schneller. Schneller. Du bringst mich ja um. Warum hörst du schon auf? Yufeng, komm, trink ein Glas mit uns. Nein, danke. Yushan muss sich ausruhen. Heute bin ich ja so glücklich. Ja, das stimmt. Seit wir verheiratet sind, war er noch nie so glücklich. Tahao, geh jetzt schlafen. Es war zu viel für dich. Du bist müde. Tahao, hör auf deinen Bruder. Komm, wir gehen jetzt. Bis morgen. Bis morgen. Yushan! Yushan! Yufeng? Ich habe deinen Freund auf der Straße getroffen. Eliao? Er sagt, er habe einen Käufer gefunden. Er meint, du weißt schon wofür. Du sollst ihm auch das Paket bringen. Das Paket? Es muss etwas Wertvolles sein. Aus Gold oder Silber. Yushan, was macht dieser Mensch? Er ist Händler. Was will er denn hier? Er hat viele Dinge erzählt. Aber er hat fast nichts dabei. Ich glaube, er hat etwas sehr Wertvolles. So? Was mag das wohl sein? Tahao, hier ist eine 500-Yen-Note. Ich schenke sie euch. So viel? Das ist gar nichts. Ich werde euch noch mehr geben. Oh, noch mehr? Das ist zu viel. Nicht für euch beide. Ich bin der Meinung, ihr solltet diesen Laden aufgeben und euch ein kleines Haus kaufen. Ihr wisst, dass ich euch sehr gern habe. Sehr. Yushan! Wollt ihr es hier haben? In den Bergen oder auf dem Land? Ja. Auf dein Wohl! Auf deins! Ah.
Du hast gut gewählt. Ah ja? Und der Preis ist vernünftig. Morgen gehen wir einen Vertrag machen. Aha. Sag's mir. Ja, ja, hör auf, hör auf, du hör auf. Es mir jetzt ich werd's dir sagen. Ja, 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 ich werd's dir sagen. Ja, ich höre. Seid ihr wieder im Bordell gewesen? Bei diesen Mädchen? Nur durch wildes Gebiet sind wir geritten. Nicht mal ein Tier haben wir gesehen, geschweige denn ein Mädchen. Hey, eines musst du dir gut hinter die Ohren schreiben. Wenn ich erfahre, dass du mich betrogen hast, dann schlage ich dich in Stücke. Das kannst du mir glauben. Und wenn du mich in kleine, unnütze Stücke zerlegt hast, was machst du dann? Dich vergessen. Och, aber ich sag doch die Wahrheit. Glaub mir doch. Ich glaub dir nicht. Leider weichst du immer wieder vom Thema ab. Und da willst du, dass ich dir glaube? Der Chef hat eine Mission nach Changchakao. Und ich will sie übernehmen. Willst du mich verlassen? Nein, aber ich habe meine Familie dort. Ich möchte hin. Ah, die Art von Familie kennt man. Warum sagst du nicht gleich, dass du dort eine Freundin hast? Das kaufe ich dir nicht ab. Meine Freundin ist sehr schön. Sie hat herrliches langes Haar. Und ist sehr eifersüchtig. Wie? Du willst mich auf den Arm nehmen. Nein, ich muss zu meinem Bruder, Tahao. Er hat einen Bäckerladen. Er hat mich großgezogen. Er war mir Bruder und Vater zugleich in einer Person. Oh, wenn dem so ist, geh. Du musst. Ich weiß. Ich muss hin. Aber was erzählen? Guten Tag, mein Herr. Was wünschen Sie? Wo ist das Zimmer von Herr Lihau? Herr Lihau? Ach so, der Gast von Herrn Sich. Ja, natürlich. Bitte sehr. Nach Ihnen. Hier lang. Hey, ist das nicht Yushan? Genau. Wir dürfen ihn nicht weglassen. Gib Bescheid. Xiao Si, komm schnell. Sie. Ah, gut. Diesmal werden wir ihn schaffen. Ja, los, Jungs. So. Gildo, hier ist der Teufel los.
Was soll denn dieser Lärm? Es ist eine Schlägerei. Ach, da bist du ja. Ich hab dich gesucht. So? Irgendetwas stimmt hier nicht. Hast du ein Versteck? Ich bin doch gut versteckt hier. Bah, dieser Ort hier ist gefährlich. Komm zu mir. Nein, nein. Die Mädchen sind so hübsch hier. Bei denen könnte ich sogar sterben. Hast du einen Käufer? Haha, der Herr Sich kauft alles. Gut, ich werde die Ware bringen. Okay. Ach, und vergiss nicht, ihm zu sagen, dass er bei Übergabe alles zu zahlen hat. Wir haben viel aufs Spiel gesetzt. Du musst mindestens 1000 Yen von ihm verlangen. Verstanden? Bis nachher. Jufung! Jufung! Sieh mal, sieh mal! Was ich gekauft habe. Ich, Jufung, ich habe schon 200 Yen gewechselt. Die Bank hat gefragt, wo das viele Geld herkommt. Und ich sagte ihnen stolz, von meinem Bruder Yushan. Und jetzt wissen alle Leute, was für einen guten Bruder ich habe, der mir auf einen Schlag 500 Yen schenkt. Tarao, ich muss dir etwas sagen. Seit Yushan hier ist, bist du glücklich. Und ich genauso wie du. Seitdem er bei uns ist, hat es niemand gewagt, dich anzugreifen und mich zu belästigen. Aber... Aber was? Dein Bruder. Was ist mit ihm? Hast du heute Morgen nicht den Anschlag der Polizei gesehen? Sie suchen zwei Rauschgifthändler. Aber was hat das mit Yushan zu tun? Wenn wir ihn decken, so sind wir mitschuld. Immer erfindest du dir was. Tahao, komm. Ach. Hey, halt! Rührt das nicht an! Was ist das? Antworte! Gib es her! Was ist es? Gib das her! Yushan, sag, bist du das, der auf dem Plakat ist? Warum hast du das gemacht? Ich? Hier hast du es zurück. Ich will dieses Geld nicht mehr. Ich will auch nicht das Haus, das du mir geschenkt hast. Ich will nichts von dir. Ich war so glücklich, dass wir wieder zusammenleben konnten. Aber jetzt will ich nichts mehr. Yufung, wir sind beide arm. Aber wir sind ehrlich und wir werden unsere Hände hiermit nicht beschmutzen. Tahao, hör zu! Ich bitte dich! Vater, Mutter, verzeiht mir! Es ist meine Schuld, es ist meine Schuld. Euer Kind ist nicht auf dem richtigen Weg geblieben. Aus ihm ist ein Verbrecher geworden, der mit Rauschgift handelt. Viele Tote mag er auf seinem Gewissen haben. Es ist alles meine Schuld. Alles. Oh. Wo bleibt er nur? Er ist unterwegs. Wenn er wüsste, dass das Geld schon da ist, wäre er hier. So viel Geld bezahle ich auch nur für die Droge des Kommissars. Da sie ihm so gut gefällt, sollte man sie ihm schenken. Dann hätten sie auch seine Soldaten, um die Stadt zu beherrschen. Bitte sehr. Hier lang. Nach ihm. Wieso hast du den Stoff nicht? Was ist los? Öli Hau, schweig!
Das Geschäft interessiert mich nicht mehr. Es ist aus. Ich glaube, ihr seid verrückt geworden. Es ist zu spät, um einen Rückzieher zu machen. Ich verlange eine Erklärung. Im Moment geht es nicht. Es ist viel zu gefährlich für den Verkauf. Sprich mit dem Chef und sag ihm, ich mache nicht mehr mit. Und nur weil ich in seiner Schuld stehe, kann er mich nicht zwingen zu dieser miesen Arbeit. Es scheint, dass der Polizeianschlag von heute Morgen Yushan verängstigt hat. Ich fürchte mich vor nichts. Mein Mut ist nicht im Spiel. Aber die Ehre meines Bruders ist es. Ich dachte, du seist ein Feigling. Du scheinst ein echter Held zu sein. Wo ist die Wahrheit? An einem sicheren Ort. Und nun? Im Moment warte ich ab. Das ist gefährlich. Das ist meine Sache. Beeilt euch! Ist der Liao hier? Den kennt Zeigen Sie uns sein Zimmer! Aber hier wohnt niemand mit diesem Namen. Yushan, das hätte ich nie von dir gedacht. Hä? Ich war's nicht, glaub mir. Lass mich machen. Verschwindet. Meine Herren, was ist hier los? Wen suchen Sie? Einen Rauschgifthändler namens Early Howe. Der bin ich. Was wollt ihr? Du bist Wang Yuchan. Dein Bruder hat eine Anzeige erstattet und hat gesagt, dass Early Howe hier ist. Es gibt keinen Early Howe hier. Aber da ich die Ehre habe, Sie bei mir zu sehen, möchte ich Sie einladen. Herr Sich, wir haben Befehle, die wir befolgen müssen. Für uns kommt immer die Pflicht zuerst. Sie lehnen ab? Hab Dank, aber es ist nicht möglich. Kommandant, da oben ist er. Los, vorwärts! Los, abmachen! Los! Hauen Sie weg da! Hauen Sie aus dem Weg! Hauen Sie weg da! Hauen Sie weg! Oh, was ist das? Der ist blau. Da oben ist er. Schaut, da oben. Da oben läuft er. Nein, laufen Sie doch nicht fort. Da hinten haben Sie diesen Early Howe gefunden. Gehen Sie schnell rüber, Ihnen helfen. Ja. Beeilen Sie sich. Wo willst du hin? Du, warte, komm zurück. Du kannst nicht einfach abhauen, ohne zu bezahlen. Komm sofort zurück, du dreckiger Kerl. Da ist der Gauner. Du wirst nicht verschwinden. Hört alle mal her, ich werde es euch erklären.
Herren, in unserem Beruf müssen wir mit jedem ins Bett steigen, der es will, und alles mitmachen. Aber dass man mit uns schläft, ohne zu bezahlen, das geht zu weit. Er ist einfach abgehauen, nachdem er mit mir geschlafen hat. Gerechtigkeit! Ich habe ihn angezeigt, damit sie ihn festnehmen. Aber du hast es verhindert. Du hast gekämpft, um ihn zu retten. Du suchst dir immer nur Probleme. Tahau, bei uns gibt es heilige Gesetze. Du hast ihn verhaften lassen, um mich zu retten. Aber das bringt auch keine Lösung. Tapeng, mein Chef, wird mich niemals fortlassen. Elihau ist doch jetzt bereits im Gefängnis. Dein Chef braucht es doch nicht zu erfahren. Behandelt mir den Kommissar gut. Ich möchte Sie um etwas bitten. Was ist es? Sag mir, was du haben möchtest. Trinken wir zuerst, meine Damen. Ja, hier bitte, Herr Kommissar. Du bist so ein hübsches Ding. Ich trinke alles, was du mir vorsetzt. Es ist schon spät, Herr Kommissar. Sie gehen doch nicht mehr nach Hause. Ich habe alles vorbereitet für Ihre Übernachtung. Wir werden uns gut amüsieren, das verspreche ich. Also dann will ich bleiben. Das freut mich. Das Essen war großartig. Das ehrt mich. Was kann ich für Sie tun? Was sagen Sie es mir nur? Early Howe ist der Freund von Herrn Sich. Sie haben ihn zwar festgenommen, aber Sich wird ihn dort rausholen. Er wird herkommen, um mich umzubringen. Early Howe ist rachsüchtig. Und grausam. Ja, Herr Kommissar, hier ist er. Bedank dich bei ihm. Ja, Herr Kommissar, ich bedanke mich vielmals. Haha, unser kleiner Spaßvogel. Demnächst musst du eben vorsichtiger sein, mein Kerlchen. Du hast wirklich Glück gehabt, dass ich einer der Euren bin. Jemand anders hätte dir bis jetzt schon zwei Kugeln verpasst. Und glaub mir, Freundchen, bis jetzt wärst du schon im Buddhas Paradies. Ja, Sie haben mich gerettet und ich bin Ihnen zu Dank verpflichtet. Ich werde Ihnen den schönsten und feinsten Stoff besorgen, den es gibt, um Ihnen meinen Dank zu beweisen. Dann geh ihn holen, schnell. Ja, Herr. Alle weg! Niemand! Macht nichts. Wir werden sie finden. Verheiratet? Das ist deine Frau? Das ist Zhu Ying, die Schwester meines Chefs. Ihr kennt mich zwar nicht, aber ich gehöre zur Familie. Hey, Zhu Ying, du, Und ihr beiden seid ja auch Familie? Ja, ja. Yushan ist mein Bruder. Trotzdem muss er mit uns kommen. Sofort. Nein, bitte nicht.
Er darf nicht fort. Wir brauchen ihn. Wan Yushan, der Chef befiehlt, dass du kommst. Du weißt, er versteht keinen Spaß. Gut, ich komme mit. Aber nur unter der Bedingung, dass Hai Kuo sie begleitet und beschützt bis zu meiner Rückkehr. Nur dann komme ich mit. Los! Wer hat dich aufgenommen, als du niemand warst? Du warst es. Wer hat dich alles gelehrt, was du weißt? Du warst es, Da Beng. Wer hat dir eine Chance gegeben? Auch du. Dann musst du zugeben, dass du mir alles verdankst. Ja, alles! Ja, Da Beng. Warum hast du mich dann verraten? Warum? Du hast alles vergessen und sogar deinen Schwur gebrochen. Es bleibt dir nur noch eins, mein Herz zu durchbohren. Nun mach endlich! Mach endlich voran! Verliere keine Zeit mehr! Fang endlich an! Nimm! Los schon! Yushan, Da Beng. Da Beng, jeder Mensch ist anders, denkt und handelt anders. Für mich ist das vorbei. Das ist endgültig. Du? Du glaubst dich wohl stärker als alle, nicht wahr? Da Beng. Yushan ist sehr jung. Er weiß nicht, was er tut. Es ist schwer, ihm Vorwürfe zu machen, aber er hat uns verraten. Nach unseren Gesetzen müsstest du ihn töten. Denn wenn er am Leben bleibt, ist er gefährlich. Aber er ist ein großer Kämpfer. Und war dein bester Schüler. Wenn du jetzt nicht durchgreifst, werden dir die Leute nicht mehr gehorchen. Du hast keinen anderen Ausweg mehr. Da Beng, hör nicht auf ihn. Verzeih ihm, es wird dir niemand vorwerfen. Lass mich! Ich weiß, was zu tun ist! Yushan, du wirst bezahlen für das, was du getan hast. Du hast unsere Gesetze missachtet. Die Folgen kennst du. Du musst sterben. Niemand wird bestreiten, dass du immer wie ein Bruder zu uns warst. Immer bereit, uns zu helfen. Yushan, vor all unseren tapferen Männern, fordere ich dich zum Duell. Gewinnst du, so erhältst du freies Geleit. Aber wenn du verlierst, Yushan, gibt es kein Pardon. Ich werde dich töten und deinen Leib verbrennen. Da Beng! Hört auf! Yushan! Yushan! Da Beng! Da Beng! Los, kämpfe! Da Beng, zwing mich nicht! Yushan, kämpf nicht! Da Beng! Thank you.
Ich bitte euch! Ich hab verloren. Geh jetzt! Nein, ich hab verloren. Töte mich. Ich bin der einzige Verlierer. Wieso das? Ich bin zwar nicht sehr schlau, aber ich habe gesehen, wie sich Da Peng und Yushan beide selbst verletzt haben. Li Hao sagt, dass du dich selber verletzt hast. Stimmt das? Da Peng wollte mich nicht töten. Ich musste es tun, um seine Ehre zu retten. Vor den anderen. Aber damit hast du dich selber zum Tode verurteilt. Mein Leben ist unwichtig. Auch er hat sich verletzt, um mich zu retten. Yushan. Ich bin froh, dass du zurückgekommen bist. Aber Li Hao sagte mir, du wolltest mich verlassen für immer. Wenn du es tust, oh Yushan! Zu Ying, willst du, dass wir für immer in den Bergen bleiben? Yushan, was soll ich sagen? Was sollen wir tun? Lass uns zusammen fliehen. Was? Wohin? Ich bin verletzt. Ich helfe dir. Wir würden nicht weit kommen. Du kannst mir nicht helfen. Oh mein Gott. Zu Ying, ich sorge mich um meinen Bruder und seine Frau. Hai Kuo wird sie bestimmt beschützt haben. Zu Ying, du musst ihnen zu Hilfe eilen. Glaubst du, ich kann das alleine? Ja, es genügt, wenn du ihnen Geld mitbringst. Gut. Yufeng. Yufeng. Ich bitte Sie, er braucht mehr Medikamente. Ich bedauere sehr. Sie schulden mir schon sehr viel Geld. Es tut mir leid, sehr leid. Haben Sie Mitleid? Yufeng. Deinem Mann geht es nicht besser? Es wird jeden Tag schlimmer. Und es fehlt Geld, um ihn zu heilen. Hör zu, heute Abend schicke ich einen Arzt. Einen Spezialisten. Er wird ihm sicher sofort helfen können. Das verspreche ich dir. Wirklich? Ja. Danke. Vielen Dank. Ach, lassen Sie. Ist schon gut. Wie geht es ihm? Im Moment schläft er. Gut. Hier ist der Spezialist. Ich bin Ihnen so dankbar. Stehen Sie auf! Stehen Sie auf! Ich verspreche Ihnen, er wird gesund. Das Herz. Ist es denn schlimm? Er braucht Intensivbehandlung. Sagen Sie, was Sie brauchen. Ich werde es holen. Ich habe alles bei mir. Von diesen Tabletten 3 Stück und es wird ihm sofort besser gehen. Machen Sie heißen Tee. Schnell bitte. Sofort. Thank you.
Wen suchen Sie? Ich suche Tahau. Er ist nicht mehr hier. Wo ist er denn? Er ist tot. Tot? Ja. Ja, und Yufeng? Sie meinen seine Frau? Ja. Sie ist weggegangen. Aber wohin? Sie ist wieder verheiratet. Was? Aber mit wem? Mit sich, diesem Schwein. Sie gehört jetzt zu seinem Harem. Weißt du, was du da sagst? Hier ist die Asche deines Bruders. Und die Urkunde der Hochzeit habe ich auch mitgebracht. Ich brauche ein Pferd. Ey, mach auf. Was? Wie ist er entkommen? Ich weiß nicht. Wer hatte Wache? Wer hat ihm geholfen? Su Ying, deine Schwester. Sucht ihn! Jawohl, sofort. Tapeng, Schlimmes ist passiert bei Yushans Bruder. Nichts auf der Welt gibt ihm das Recht zu fliehen. Erli Hao, Hai Kuo, macht euch sofort auf die Suche nach ihm. Ja, Chef. Ich will ihn tot oder lebend. Ich habe Befehl von Tapeng. Ich werde dich nicht weglassen. Liao, hilf mir doch! Ich werde dich umlegen. Schieß nicht! Du wirst mich töten! Dann knalle ich eben zuerst dich ab und dann ihn. Liao, spinnst du? Ich weiß genau, was ich tue. Lass ihn! Seinen Platz bekommst du schon! Zu spät. Ich will Yushan töten. Liao, hab Mitleid mit mir. Schieß nicht! Wir sind doch gute Freunde. Schieß nicht! Schieß nicht! Schieß nicht! Halt still, ruhig. Er wird's nicht tun. Na, wie willst du dich denn jetzt noch schützen? Early Hau, das hätte ich nicht von dir erwartet. Ich hasse dich, seit du mit Su Ying schläfst. Was erzählst du da? Hast du nie bemerkt, dass auch ich Su Ying verehre? Wenn du nicht dazwischen gekommen wärst, Su Ying wäre schon längst meine Ehefrau. Tapeng, Erli Hao wollte uns verraten. In seiner Tasche ist der Beweis. Schau. Er wollte uns verkaufen. Der Schweinehund. Yushan, du kannst dir sie schnappen. Ja, diese Sache muss ich alleine regeln. Einverstanden. Bring ihn um. Ich löse das Lager auf. Heute noch. Lieber Sie, ich bin wieder da. Es ist mir eine Ehre. Na, geht's gut. Kommissar Nai, stützen Sie sich auf mich. Achtung! Sie sollten mir ruhig einmal vertrauen. Ich will Ihnen mal erzählen, wie wir das zusammen schaukeln werden. Dann werden Sie staunen, was wir hier alles machen können. Hören Sie auf. Was ist denn passiert?
Ihr letzter Einsatz war sehr ermüdend. Aber ich habe eine nette Überraschung für Sie. Sehr liebenswürdig, immer gut organisiert. Ich suche ein Kerlchen. Ja, wen denn? Sie baten mich doch vor einigen Tagen, einen Rauschgifthändler freizulassen. Ist er vielleicht gestorben? Aber nein. Er hat mir nämlich ein gutes Geschenk versprochen. Ja, bevor er wegging, sagte er mir, seine Bande wäre im Besitz von mehr als 100 Kilo bester Droge. Ja, er sagte, er würde uns einen Plan zeichnen, um die Sache zu vereinfachen. Er wollte ein Mädchen für sich haben. Das war seine Bedingung. Ah, schlauer Bengel, er gleicht mir. Ah, er hat lieber Frauen. Ah, meine Kleine. Ah, und jetzt die Überraschung für Sie. Eine sehr schöne Frau. Wollen Sie sie sehen? Aber klar, natürlich, Heli. Oho, das ist das Püppchen. Dieser Sieg ist wirklich großartig. Er findet wirklich immer die Allerhöchsten. Kommissar, Sie sollten sich ausruhen. Lass mich jetzt in Ruhe und geh zu deinem Posten zurück. Jawohl. Und belästige mich nicht wieder, verstanden? Zu Befehl. Warte! Kommissar. Auch wenn es etwas Wichtiges ist, störe mich nicht. Jawohl. Ah. Geh raus! Schließ die Tür! Wo willst du hin? Ich gehe pissen. Hey, was ist los? Bist du? Auf, folgt mir, komm! Oh. Hey, ihn nach! Yeah!
Los, komm! Doch! In den Nacht! In den Nacht! Komm schon! Hinterher, wir müssen sie fangen! Genau, bewegt uns! Oh, was ist denn los? Was ist denn passiert? Los, lauf! Lauf, lauf! Bewegt uns! Woran ist mein Bruder gestorben? Das Herz! Hast du einen Arzt gerufen? Es kamen mehrere. Wer war der Letzte? Ein Herzspezialist. Wie war sein Name? Wo wohnt er? Ich weiß es nicht. Er wurde empfohlen. Wer hat ihn empfohlen? Es war Herr Siech. Was hat er ihm verschrieben? Er gab ihm Tabletten. Und danach? Er spuckte Blut. Hat er viel leiden müssen? Nein, er starb sofort. Dieses Schwein von Siech hat ihn ermordet. Und du wusstest es? Nein, ich wusste nichts. Sag die Wahrheit! Ich schwöre, ich lüge nicht. Wo warst du, als er starb? Sich schickte mich in die Küche und dort vergewaltigte er mich. Bei Gott, ich werde diesen Wurm zertreten! Hey!
Halt, nicht schießen! Komm! Ich bin bereit! Gutschein, Gutschein!
Komm mit mir. Wohin? Ein neues Leben beginnen. Oh ja,